So, willkommen zurück Jetzt im das Gefängnis. siebte, oder? Das ist jetzt das siebte. Hey, das ist ein Boden. Boden. Boden? Oh, geil. Bo ja, sein Yay! Pfeil. Endlich. Einen Weg raus. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Yeah! Endlich. Surprise, sein Pfeil. Was macht der hier? Der sagt doch, was für ein Zufall. Ach so, jetzt kannst du die Tür aufmachen. Also nicht die, sondern Ja, die Tür. genau. Und die haben es anscheinend nicht gehört. Vorsicht! Der hat Wir wollen sogar keine Aufmerksamkeit geschrien. erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Ich bin Lara Kloft. Kloft! Ja, du bist. Scheiße, ich kann nicht mehr reden. Du bist Lara Kloft. Ich bin Lara Kloft und halt. Auf dem Boden und. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ach, jetzt befreien doch und Ich kenne rennen mich alleine hier aus. Weg. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Ja, komm. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Alter, aber sie kann ihn ja rauslassen und dann einfach Ich alleine weiß, was Sie gehen. Alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das. Als wir getrennt werden. Ich meine, ich traue ihm jetzt auch nicht, aber jemand bei Wir müssen Trinity weg hier. zu lassen, Die finde ich Wachen schon kommen jeden heftig. Moment auf ihrer Runde vorbei. Ja, Kennen aber Sie den wenn's. Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Aber wenn das jetzt so wie die Anna ist, also dass sie glaubt, sie kann's, kann ihr vertrauen und dann fällt sie ihr in den Rücken, also ich kann Ja, schon. deswegen meinte ich ja aufmachen und dann alleine gehen. Ja, aber wenn er einer von denen ist, dann wird er die anderen warnen. Wie lange waren Sie in der Und? Zelle? Wie eine Uni. Lange genug, um zu wissen, dass Wenn der alleine in Konstantin der Zelle nicht ist, dann aufgibt, bis er findet, und was von er denen sucht. ist, wird er sie auch warnen. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Das
Jetzt dürfen wir eigentlich wieder von vorne anfangen, oder was? Und dich so geile Bogen und Zeug und das mal zu. Aber die Dietrich hier noch? Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Hier gerade so guckt so. Hä, was machst du da? Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling geschnappt. Meine Frau, sie hat Ärger auf dem Gelände gemacht. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Wenn noch jemand da draußen ist, finden wir ihn. Oh, Scheiße. Patrouillenverstärker sind halt doof. Hm. Was ist denn der Jackie? Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Er kältet sich noch. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. hier ist doch gerade niemand, oder? Hm. Aber da ist jemand. Okay. Nein, der da oben. Nein, der andere. Ah, nein, stopp, hör auf. Da. Verstanden. Der da. Schwärmt ihr auf. Genau da! Verstanden, getroffen! Das war kein Mühe. Das Geist ist der Jacob und der wartet einfach. Die nehmen uns auseinander. Sorry, Leute. Ist nur eine. Weg hier! Oh, Bombe. Wo? Vor allem die Bombe. Keine Ahnung, hinter dir jetzt komplett. Ich stehe unter Beschuss! Hä? Hat der gerade nicht geschossen?
keine Fall. Ach so, danke. Ja, Waffe. Ja, welche? Ich hab nur den Bogen. Nein, du hast eine Pistole, Tobi. Nein, wo denn? Die hat sie vorhin genommen. Die, schau mal, du hast eine Pistole. Die hängt da. Ach, ja. Du hast aber kein Magazin. Ah, jetzt was hab ich. Die hat sie ja vorhin mit dem Schlüssel und dem Ding alles genommen. Okay. Ja, war nicht ganz so leise. Ratte. Ja, das war eigentlich echt blöd, weil nur weil du den einen verfehlt hast oder nicht ganz getroffen hast, haben alle Mühe. Schade. Ja, ich hab den nur verwundet. Also. Mhm. Der fährt einfach weg. Tschüss. Hast du. Alles hier ist okay. Ja. Scheiße. Man hat ja echt cool rumschleichen können. Ja. Ah, kannst du beim nächsten Mal machen. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Oh. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Übrigens hat sie nicht ganz gelogen. Ne. Ach, schreck dich. Was hat er jetzt gefunden? Cool. So, und nun? Wer ist da noch was? Oh, wieder ein Glas. Ja, genau. Okay. Hab ich den schon? Ja. Und da oben war ja noch einer. Da hinten. Da oben. Da kommt man da oben her. Ah ja. Cool. Okay, er war hier oben. Fast. Ist er noch da? Ja, wahrscheinlich. Baum ist gut. Ja. Hast du jetzt gar keine Falle mehr, oder? Doch, ich habe ja alle geplündert und da bekomme ich ja wieder welche raus. Und jetzt habe ich. Ah, ja, gut. Das ist schon echt scheiße, nicht dazu. Da! Ist auch untergefallen. Plus zwei Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? 22. Sehr gut! Jetzt auch noch. Ein Nest. Ein Nest. Muss ich jetzt wieder hoch zu dem oder was? Hallo, Luft ist rein. Hallo, die Waldfee. Hast du gehört? Kraka. War ich hier? Musst du da rüber. Da war ich doch. Na, ganz rüber, Mensch. Ganz rüber? Du kannst ja rüber springen, oder? Oder nicht? Oder? Ich glaub nicht. Oder? Ich weiß es nicht. I don't think so. Dreh ich mal kurz um. Ich dreh mich um. Er ist nicht mehr da. Wo ist der hin? Wahrscheinlich wartet er da, wo du hin musst. Ja, könnte sein. Mach mal, cool. Hä? Erstmal wieder.
Was muss ich denn? Achso, wahrscheinlich gibt es da drin so einen kleinen Knopf. Und war das das mit dem Evoli? Achso, wo ich dachte dann, das wäre die Munition. Dieser kleine Knopf. Der kleine roten Knopf, der rot ist. So, was müssen wir denn machen? Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Du hast es schon gemacht. Gehen Sie zum Hof, ich bin schon drin. Ich kenne einen Weg, das Tor zu öffnen. Beziehungsweise, ich habe das Tor geöffnet. Ah. Na gut. Ah, endlich. Ja. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Wo? Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken. Trinity will das Artefakt so weit wie möglich. Jacob, was macht er da? Licht der Wolkendecke. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Aufzeichnungen sind recht überzeugt. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Croft? Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Mr. Jacob, weiter. Nein, du hast wieder das doch rein müssen. Du hast gesagt, weiter. Ja, weiter mit reingehen, natürlich. Ja, ja, ja. Aber wieso ist da der Jacob? Er hat doch gesagt, er ist schon drin. Der hört dem zu. Er belauscht die. Ich hab jetzt so verstanden, dass er bei der Anna ist. Ach so. Ja. Und ich so, Nein. Na gut. Wenn ich weiter springe, ist einfach vorbei. Handgranate. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Psst. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was? Sarah bricht gerade zusammen. Was? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben.
Weg hier, ich finde sie. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Sie nur so ein Eiswasser ist. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Das erinnert mich jetzt sehr an den letzten Teil. Ja, da war auch so eine Stelle, das stimmt. War das der Lisa und Messias, gell? Ja. Sagen wir mal weiter. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich brauche Hilfe. Die Tür zum Kontrollraum ist vollends verriegelt. Wir müssen sie aufbrechen. Verdammt. Ich muss hier raus. Uiuiui. Uiuiui. Das ist ja viel. Auseinander. Sind wir gerade im Kontrollraum? Sieht danach aus, ja. Scheiße! Raus hier! Ja, aber wie? Durch die Tür, oder? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Alter, das hätte ich auch nie gedacht, dass das gefasst ist. Das ist ja echt krass. Aber ich find's voll cool. Das ist halt echt so unerwartet. Nein, gar nicht. Ich bin ein Idiot. Wieso? Schau mal, was da steht. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Geil! Warte. Stimmt, da kannst du noch lange rumziehen. Warte, nee, hier. Und drehen und drehen. Warum passiert denn da nichts? Ja, vielleicht kannst du die Kurbel benutzen. So. So. Und jetzt? Ja, jetzt kannst du durchgehen. Das war ja unter Strom. Ja, das wusste ich. Okay. Ich glaube, jetzt sind die drin. Oh, Scheiße! Nein! Na los! Du bist tot! Weil sie so intelligent ist. Also ganz ehrlich, dafür, dass sie so intelligent ist, ist sie manchmal echt doof. Ja, aber was soll sie machen? Ja, aber sie hat ja, also sie wusste ja, dass die da kommen. Die waren ja nicht gerade leise. Zielperson entdeckt! Ist eigentlich auch geil, wenn ich da sage. Ja, ja. Da! Ich mach das so automatisch irgendwie. Also da. Ja, cool, Sarah. Wo? Da. Du kannst durch dieses wahnsinnig dicke Panzerglas schießen. Nice. Toll. Fackeln wir alles an. Ich werde dich töten! Gib mir den Fang! Ich glaube, man hat keine Zeit zum Plündern.
Ja, sie wollte nicht. Die sieht so komisch manchmal aus. Soll ich mehr rumballern, oder? Soll ich mehr rumballern, oder? In der ganzen Mini, die hier rumliegt. Ja, die erwarten mich, dass ich das Schüsse mache. Heißt das jetzt, sie macht einen Tränk, oder? Was? Ja. Rücke vor! Gib mir Deckung! Feuer konzentrieren! Ist da einer da? Keine Gegner. Na gut, dann gehe ich mal runter. Ist aber auch sehr schön gebaut. Ja, durchaus, durchaus. Dann würde ich sagen, bevor wir rausgehen, machen wir Schluss, ne? Oh, mies. Ja. Ha. Bräuchte ich voll drüber. Nee, ah. Aber weil jetzt sind wir bei einer halben Stunde und jetzt wird die nächste Zeit, glaube ich, kein... Ja, werden wir nicht mehr Schluss machen können, so. Ne? Gut. Dann machen wir Schluss. Teilen, liken und was weiß ich was. Wir freuen uns, dass sie. Tschüss, Leute. Passt schon. Da brech mich nicht. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. They fall.